Meine Freunde, willkommen zurück zu World of Warships. Letzte Folge mit der schönen Kaiser. Haben wir mal eben kurz gezeigt, dass wir unsinkbar sind. Ich würde sagen, heute spielen wir mit der Nürnberg. Die Nürnberg ist ein Kreuzer. Kreuzer sind vor allem dafür da, abzufacken. Damage, Anti-Air-Abfang. Und das Ganze schauen wir uns heute dann mal an, wie das funktioniert. Und das ging sehr schnell. Das war ein sehr schnelles, quickes Match. Das heißt, wir sind irgendwo direkt reingerutscht scheinbar. Ja, wie immer, wenn es euch gefällt, ihr wisst Bescheid. Vergesst nicht, mir euer gesamtes Geld zu überweisen. Wir haben, oha, oha, alles Stufe 6 Schiffe. Alles. Und es gibt U-Boote. Ich könnte kotzen. Zwei U-Boote auf jeder Seite. U-Boote sind nur bei Missionen erhältlich aktuell. Das heißt, es gibt Mission. Es gibt Leute, die Mission, ach egal. Wir nutzen die HE-Munition. HE-Munition setzt in Brand, macht scheinbar mit Kreuzern mehr Sinn. Ich weiß nicht, aber ich sehe mal alle mit Kreuzern HE-Munition nutzen. Das Ding ist, dein Job ist ja quasi, dass du feindliche Schlachtschiffe und Zerstörer, also vor allem Schlachtschiffe zerstörst, und feindliche Kreuzer. Und wenn die Dinger fackeln, das ist so das ziemlich ätzendste, was es gibt eigentlich, ne? Werfen sie Wasserbomben ab. Wie werfe ich denn eine Wasserbombe? Werfen sie Wasserbomben ab, wenn sie ein abgetauchtes U-Boot entdeckt haben. Schauen wir mal. Bin mir aktuell noch nicht so sicher mit diesen Unterwasserbomben. Wir haben ansonsten defensives Flakfeuer und Jäger. Seht ihr nicht ganz, weil ich mit meinem fetten Arsch davor hocke. Aber gut, müsst ihr jetzt mit leben. Wurde ein U-Boot entdeckt, erhöht sich der Verbrauch seiner Tauchkapazität. Ist der taucht das U-Boot auf. Okay, wir sind übrigens der Erste, der vorne wegfährt. Und das ist dumm, weil am Ende müssen wir eigentlich bei den Schlachtschiffen bleiben. Die Schlachtschiffe, die fungieren nämlich als Panzer. Was auch immer das da ist, was ist denn das hier? Ich weiß ja nicht, was es ist, aber es kriegt auf den Sack. Schon mal auf alle Fälle 1400 Schaden an Flugzeugen gemacht. 1700, 1800. 2000 fast sogar, aber nicht ganz. So, Jungs, was haben wir denn für eine Range? 12.600 Meter. Oh. Entschuldigung. Allergie und so, Pollen. Der ein oder andere weiß Bescheid. Die Pollen droppen hart. So, wir sind nicht entdeckt. Wenn wir entdeckt sind, sieht man das oben rechts am Bildschirm. Gibt es so ein kleines Entdeckt-Ploppala. Dann wüssten wir, dass wir entdeckt sind. Sind wir aber aktuell nicht. Gut, 12.600. Ah, ne. 16.000 Range. Sorry. Sorry. My bad. Jetzt bin ich entdeckt worden. Von was auch immer. Ah, Fakt ist, ich versuche mal auf den zu schießen. Ohne dabei auf den Sack zu bekommen. Und sehr gut. Direkt die ersten Hits. Ich glaube, die anderen Schüsse waren zu weit vorne. Nochmal gehittet. Eieiei. Nochmal, jetzt hat er. Doch, heute geht's ab, Alter. Er hat noch kein Feuer. Müssen wir nur aufpassen, weil der hat nämlich was ganz Böses vor. Eieiei, hab ich ein Glück, Alter. Der hat mir zwar trotzdem eine harte Breitseite gegeben, aber. Ich glaube, hätte man nicht umgedreht, wäre wahrscheinlich jetzt schon weg gewesen, ey. Eieiei, ist ja in Ordnung. Gib mir mal nicht auf den Sack. Ich muss kurz zu meinen anderen Jungs. Jawohl, dafür fackelt der Sack jetzt. Kein Hit. Doch, ein 1000er Hit leider. Meine Güte, die sind aber auch sehr unnachgiebig heute. Noch ein bisschen umdrehen. Da kommt nicht wieder eine fette Salbe. Die haben uns ja schon halb kaputt gemacht. Ich habe den leider jetzt hier kein einziges Mal getroffen, aber schauen wir mal. Das ist jetzt out of range. Gut. Dann chillen wir uns mal zu unseren Schlachtschiffen. Hoffen wir, dass sie mich jetzt hier in Ruhe lassen. Oh, wieder getroffen. Sehr schön. Ja, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. 10.000 Schaden ist okay. Wie gesagt, es ist ein bisschen scheiße gelaufen jetzt gerade, dass wir uns hier haben von den Schlachtschiffen jagen lassen. Das war jetzt nicht die klügste Aktion, die ich heute getroffen habe. Wo denn? U-Boot, U-Boot, wo? Ah, die sieht man. Ne, keine Ahnung, wie man die sieht. Ja, jedenfalls war nicht klug von mir.
War nicht klug von mir. War zu offensiv. Hab mich da eben mit den Schlachtern angelegt und das war halt eine dumme Idee. So. Schießen jetzt einfach mal random ein bisschen. Wenn ich genau weiß, wo der hingefahren ist und wo der steht. So, unsere Schlachtschiffe sind da in Action. Was ist mit dem da? Der steht einfach nur da, oder was? Wartet der auf mich? Keine Ahnung, was der da treibt. Der fährt doch noch, oder? Alter, hat er den echt komplett verfehlt, oder was? Okay. Hat er den Berg erstmal in Sicherheit, mehr oder weniger? Ja, ein paar Hits landen wir. Mal auf das da hinten schießen. Ist nur das Ding. Jetzt kurz umdrehen. Bevor jetzt hier auf dumme Gedanken kommen. Ah, das Ding lebt noch. Vielleicht hat es einen Engine-Schaden oder sowas? Okay, jetzt ist es kaputt, oder? Ja. Das heißt, wir schauen jetzt auf den da. Ah, der ist relativ weit weg. Den zu treffen wird eine Weile dauern. Perfekt, der fackelt schon. Super. Supi-dupi. Das war da ein bisschen zu weit. Der bremst auch, glaube ich, gerade ein bisschen. Mich das nicht ganz täuscht. Er dreht, oder? Er dreht und bremst. Keine Ahnung. Bin zu schlecht für sowas, dass ich das einschätzen kann, was ich da jetzt machen muss. Also dafür, dass ich so schlecht bin, Digga, treffe ich die schon hin und wieder, ne? Muss mir ja schon mal einer lassen auch. Bis jetzt ganz akzeptable Runde von der Krabbe, wie ich finde. Schon wieder getroffen. Alter. Aber das Problem ist nur, dass relativ viele unserer Jungs schon tot sind. Oh, fuck. Ich weiß nicht, wer oder was. Ich glaube, der da schießt auf mich nebenbei. Es ist aber erstmal nicht so schlimm. Tudum. Tudum. Das war mein Discord. Falls sich einer wundert. Wo ist denn das Schlacht? Wo sind die Schlachtschiffe eigentlich? Haben wir überhaupt noch Schlachtschiffe? Gibt sowas noch? Boah, ich bin voll gleich richtig am Arsch, ne? Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Muss hier weg. Der dreht sich direkt auf Front. Da ist noch ein Kreuzer. Was ist das nochmal? Y war, folgt dem Schiff und greift automatisch feindliche Flugzeuge an. Gut. Machen wir das mal, weil da tuckert eh irgendein Zeug rum. Katapultjäger in der Luft. Okay, schauen wir, ob wir den kleinen Pisser da treffen. Da hinten ist auch noch ein Kreuzer. Der nimmt mich jetzt gerade unter Beschuss. An sich läuft es nicht schlecht für mich. Das Problem ist A, das ist ein Teamgame und B, wir kriegen gerade generell auf den Sack. Das ist so mein Problem eigentlich. Ja, schade. Hi, Digga. Den treffen wir nicht. Torpedos, achte aus. Au. Torpedos auf Steuerbord. Oh, oh. Warte, aber ich glaube, vielleicht kommen wir da weg. T. Das Problem ist, wenn wir da nicht wegkommen. Dann war's das, aber das müsste eigentlich ausweichbar sein. Ja, okay, gut. Okay, okay. Er hat uns gekillt. War gute Breitseite. Wir haben auch nochmal zurückgeschossen, haben auf den anderen geballert. Haben wir auch nochmal gut mitgegeben. Ja, 31.075 Schaden ist okay. Hätte besser laufen können, müssen wir nicht drüber diskutieren. Okay, das ist ein U-Boot. Da ist so ein U-Boot. Da ist ein Range von dem anderen Bubi, ja. Mal gucken, was der so treibt. Nebenbei schon mal unsere anderen Jungs an. Hier steht... Weiß nicht mal, was das sein soll, aber der... Kein Bock mehr zu fahren, oder? Schlachtschiff gegen Kreuzer. Das sind übrigens die Secondaries, die da schießen. Oh, da kommen Torpedos.
Werden die Torpedos geschmissen von denen? Oh, Torpedos treffen nicht, aber der hat auch nicht... Alter, der Dicker. Wir blamieren uns hier gerade echt ein bisschen, muss ich gestehen. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, zerstören sie die Feinde. Oh Gott, das geht gleich böse aus. Er gibt ihm nochmal eine Breitseite da. Bringt aber irgendwie nichts. Und die werden ihn jetzt richtig in Brand stecken, hier den guten Xontit. Der bekommt jetzt auch nochmal in den Arsch. Oh, die Brandbomben haben aber nicht getroffen. Aber für ihn sieht es nicht allzu gut aus. Zwei Zerstörer, die von hinten schießen. Kreuzer, der von der Seite schießt nebenbei. Feuer an jeder Ecke. Ah. Oh, nein, ich wollte... Ich wollte eigentlich Freecam machen. Hat der jetzt nochmal geschossen auf den oder nicht? Ja, noch ein bisschen Leben hat, aber nicht mehr viel. Frage ist, kriegt er nochmal eine Salve raus oder nicht? Er kriegt nochmal eine kleine Sekundärsalve raus, glaube ich. Aber, oh, da kommt Torpedos. Oh, shit. RIP. Jetzt kommt nochmal... Der letzte Schuss. Und es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Er ist untergegangen. Jetzt haben wir noch ein U-Boot und den Flugzeugkreuzer in der Flugzeug. Ja gut, ich sag mal, er hat sein Bestes gegeben, sich zu verstecken, aber es hat nicht sein sollen. Und damit ist ja auch Geschichte. Jetzt haben wir noch das U-Boot. Und der ist richtig aggro drauf. Der geht, der ist nämlich direkt neben dem anderen Typen, ne? Aber ich weiß nicht, was er da treibt. Ich weiß halt nicht, wie ein U-Boot funktioniert, da, das ist mein Problem, mehr oder weniger. Ah, man sieht ihn. Zumindest beschießen sie ihn. Treffen aber nicht so richtig. Oh, da kommt ein... Oh, Rappel. Hat aber nicht gereicht. Noch ein Torpedo. Der war zu weit hinten. Schade, oder? Oha, nee, er trifft echt noch. Oh shit, und er könnte sinken. Treffen ihn nicht. Hat der Wassereinbruch? Oh, ich glaube, das war es jetzt auch mit dem U-Boot. Ja. Man kann nicht immer gewinnen. Ich fand es eine gute Runde an sich von mir. Ich glaube, ich habe es ganz gut versucht. Bisschen ärgerlich, direkt am Anfang die Hälfte unseres Lebens verloren haben durch dieses Duell gegen die Schlachtschiffe. Ansonsten... Ja, wir waren im oberen Mittelfeld. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Also dafür, dass wir am Anfang relativ unglücklich gestrandet sind, fand ich es in Ordnung. Ne? Vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr Berge nutzen. Nicht unbedingt in 1 gegen 1 gegen Schlachtschiffe auf High Range gehen. Das wohl jetzt Schlachtschiffe, wenn sie einen treffen, machen sie einen viel lauer. Das ist, wir sind Kreuzer, wir sind nicht gut gepanzert. Aber an sich war es trotzdem ein schönes Spiel. Wie ich finde, lief ganz gut. Ne? Meine persönliche Meinung. Ansonsten meine Meinung für heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.